Und dann sage ich mal Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Crystal Dust. Ich bin heute nicht alleine diesmal. Hey, auch die Dori ist schon wieder mit dabei. Guten Tag. Ja, nach ein paar Pokémon-Videos heute, die ohne Dori stattfinden, fanden. Jetzt wieder mit Dori. Und wir stehen hier vorm Fleck. Ja, ich möchte einmal noch mal mein aktuelles Team bekannt geben. Ignis Level 18. Checkpoint Level 15. Sandan Level 15. Rocky Level 15. Und zu guter Letzt Loser Karpfen Level 14. Hast du den Stoff wieder dabei? Ja, und übrigens, während des Trainings ist auch Togepi geschlüpft. Okay. Ist aber schon wieder im PC. Ja, ich stelle meine auch kurz nochmal vor. Also Kani ist Level 18. Mein Taufi ist Level 15. Rapsrat ist Level 13 und Luna ist auch Level 13 und ja, das Togepi als Ei habe ich noch dabei. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal. Ich muss noch mit Kurt sprechen, fällt mir gerade auf. Ja, dann tu das mal. Ah, vorher schnappe ich mir die Aprikoko. Ich sammle die eh nicht. So. Ich finde diese Celebi-Statue im Hintergrund beim Haus, finde ich geil. Was ist geil? Diese Celebi-Statue in dem Haus von Kurt, finde ich geil. Ja, die ist echt nice. Sieht aber exakt so aus, das Haus, wie ein Kristall. Ja. Gut, ist ja auch ein Kristall-Hack. So, ich bin jetzt im Brunnen drin. Ja. Und Alter, sieht das mit Kurt geil aus. Gut aus, ja. Finde ich irgendwie lustig gemacht. So, das erste Team Rocket Mitglied. Ja. Ratzratz Level 9. Okay, Loser Karpfen, du musst direkt wieder raus. Es kann noch nicht mal Tackle. Es kann noch nicht mal Tackle, ja super. Ist erst Level 14. Ja, kommt ja dann nächstes Level. Ja, erstmal so weit kommen. Kriegst du schon hin? Ich sehe es positiv. Checkpoint hätte sich übrigens auch während des Trainings auch weiterentwickelt, aber das wollte ich nicht offscreen machen. Nee, keine Offscreen-Entwicklung. Ja. Ist aber kurz vor Level 16. Level 14 oder 15? Ich meine Level 15 war's. Also ich war auch überrascht. Ich hatte es irgendwie später in Erinnerung. Bist du schon beim zweiten Team Rocket Mitglied? Ja. Noch beim Zubat? Nein. Ich hab grad einen Zubat vor mir, ja. Ich auch. Das hat gerade meinen Checkpoint besiegt. War ein Team Rocket Zubat, was erwartest du? Normalerweise nicht, aber Superschall. Haben die bei mir keine Chance. Naja, ich habe übrigens Sandan den Lebensschelle beigebracht.
dachte, das passt gut dazu. Passt zusammen, dann, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal ins Pokémon Center. Ernsthaft. Ich will Checkpoint weiterentwickeln. Und das ist besiegt. Tja, ich bin doch nicht so gut. Das hat sie nur wegen Verwirrung selbst verletzt. Checkpoint, bitte besieg dieses scheiß Level 7 Super, damit du dich endlich weiterentwickelst. Das hätte doch ein One-Hit werden können. So, ich bin schon beim dritten. Ich jetzt auch. Hab ich gemacht. Ja, ich habe auch. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auf Supergeschwindigkeit hatte. Oh. Könnte daran liegen. Ja, könnte. So, Checkpoint ist Level 16. Das heißt, wir haben gleich eine Weiterentwicklung, Leute. Busch, busch, busch. Und hast du den dritten schon fertig? Hast du den dritten schon fertig? Nee, einer noch. Das dritte Subat? Ein Subat hat er noch. Ja. Bin ich auch jetzt bei. Zweimal ruckzuck gib und das Viech ist weg. Oh, bei mir zweimal Blut und dann ist es auch weg. Und Checkpoint entwickelt ja sich weiter. Ja, super. Und wir haben einen V-Senior. Was im Englischen Ferret heißt. Also ich bin jetzt beim letzten. Ja, ich auch jetzt. Der mit seinem Level 14 Smogon bleibt mir weg. Auf Level 14? Jupp. Ja, dann wechsle ich mal meinen Luna aus. Pass auf, das Viech hat Smog drauf. Also mein Visenio hat schon mit Vergiftung erwischt. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Visenio hat mit einem KP überlebt. Also ich hab das Smogon jetzt mit einem Schlag besiegt. Mit einer Abwehrknarre. Ja, Smogons haben auch eine scheiß psychische Abwehr. Ich finde ihn gut designt. Oh, und in seiner Hütte. Ja, finde ich übrigens auch. Ja, haben sie sich gute Mühe, haben sie gute Arbeit geleistet. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, machen wir erst den zweiten Rivalenkampf oder gehen wir direkt in die Arena? Danach meinte ich. Dann die Arena, würde ich sagen, oder? Würde ich auch vorschlagen. Ich warte mal vor der Arena auf dich. Ja, ich bin sofort da. So, ich gehe jetzt rein. Warte! Hab mich gerade verlaufen. Ja, ich warte jetzt.
Ja, bin schon drin. Bin ich schon dabei. Die irgendwie ein bisschen weit auseinander stehen. Also das Ladybar ist direkt draufgegangen. Und Rocky erlernt Intensität. Könnte mir noch mal nützlich sein. Problem ist, du brauchst eine Menge Glück, um nicht um Intensität 10 zu kriegen. So, ich bin schon mal ins Käfersammler. Da lass ich mal Sandan ran. So weit wie die auseinander standen, habe ich aber auch ehrlich gesagt mit zwei Kämpfen gerechnet. Ja, damals gab es ja noch keine Doppelkämpfe, die gab es ja erst ab Rubin und Saphir. Ich auch, deswegen bin ich auch froh, dass es ein da war. Und Loser-Karpfen erreicht Level 15 und hat endlich Tackle drauf. Es ist kein Loser mehr. Und mir ist gerade was aufgefallen. Kommt dir der Innenraum der Arena nicht irgendwie bekannt vor? Die haben die Prismania City Arena genommen. Als Vorlage dient die Prismania City Arena. Weißt du, warum ich es erkannt habe? Ich bin ja schon ganz oben bei dem dritten Käfersammler, ne? Und da ist das Symbol oben an der Wand mit dem Käferorden. Und zwar exakt an derselben Stelle, wo in der Prismania Arena der Farborden war. Und daran ist mir das gerade aufgefallen. Und allein der Boden und so ist schon gleich. Achtet man auch im ersten Moment gar nicht drauf. Und mein Loser-Karpfen hat mal gerade das Biber und das Kukuna und das Hornliu von dem Käfersammler platt gemacht. Und gerade kämpft es gegen das Bibor. Und schlägt sich gut. Alter, Carpador hat gerade das Bibor voll gequittet. Okay, jetzt brauche ich einen Trank. Ich könnte auch eigentlich die ganze Arena im Alleingang mit Ignis machen, aber habe ich keinen Bock drauf. Carpador hat gerade meinen gesamten Trainer alleine platt gemacht. Mit einem KP hat mit einem KP überlebt. Ein Applaus für den Klapp von Karpfen. Ja. So, ich bin jetzt beim letzten Trainer. Hast du schon alle Trainer besiegt?
Wartest du dann wenigstens mal? Wo ist denn Brille hier ein? Achso, du brauchst schon beim Biber-Typen da. Ja, aber es gibt auch noch den einen Trainer mit dem Paras. Okay. Und den habe ich noch nicht gemacht. Jetzt habe ich den Platz gemacht. Ich bin rechts rumgegangen. Ach so, okay. So, gerade nochmal auffrischen die Pokémon für alle Fälle. Und dann würde ich sagen, holen wir uns direkt in dieser Folge unseren zweiten Orden. Ja, ich bin dabei. Also ich finde den Typen sieht geil aus. Schöne Grüße an meinen Arbeitskollegen Kai an der Stelle. Alter Schulkollege auch noch gleich. Nebenbei noch alter Schulkollege. Oh, hat sich nur Luna platt gemacht. Oh, armes Puck. Mein Gabardor hat gerade mit. Was? Ich sag mal, was passiert das Sprechen, obwohl ich glaube nicht. Zornklinge? Ja, was passiert auch im Staub? Ich vermute mal, beide mit Zornklinge besiegt. Ich glaube. Kratzfatz bestimmt, oder? Taubos, klar. Ich sag mal so viel, der Trainer, der beim zweiten Orden in der Jotun-Region schon Taubos hat, der ist verrückt. Kai hat gerade seinen Supertrank an seinem Kokuna verschwendet. Ich lach mich schlapp, wenn du diesen Kampf verlierst. Nein, der verliere ich nicht. Der wird mich verloren. Der ist so gut wie vorbei. Noch ein super Tag. Nee, ne? Ich glaube, du hast den Kampf verloren. Nein, ich glaube nicht. Ich war mir so nicht so sicher. Ich bin jetzt übrigens auch bei sich, Lor. Und ich habe für sich. Und ich habe eine narrensichere Methode gegen sich, Lor. Steinwurf. Ja, gut. Badababababa. Ich habe auch gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich sagte doch, Kleinstein wird mir noch mal eine große Hilfe sein. Ja, ich merke schon. Hättest du vielleicht auch eins fangen sollen, ne? Nee. Ich hab aber auch keinen Schwein. Och. Ich bin mit meinem Team schon so ganz zufrieden. Ich glaub, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das wird schon. Aber ich glaube nicht so viel, danke. Also ich bin schon wieder im Pokémon Center gewesen.